Hallo, liebe Gemba. Nicht wundern, heute mal nicht aus unserer Werkstatt und nicht aus unserem Geschäft oder Laden, sondern heute bei den Migas privat zu Hause. Ja, Das hallo. hat auch einen folgenden Grund. Hier ist auch Frau Miga Hallo. zugegen. Und zwar wollen wir, hier hat sie schon in der Hand, nochmal den Putzfuchs testen. Vorstellen braucht man eigentlich nicht mehr, das haben wir schon oft genug gemacht. Aber testen. Und zwar, hier haben wir eine Pfanne, da hat es lecker Essen bei uns gegeben. Und was hast du da Das rausgebraten? war ein bisschen Gemüse mit Zwiebel und Nudeln. Genau. Die haben wir seit gestern, haben wir keine Zeit mehr gehabt zum Abspülen, und die haben wir jetzt stehen gelassen und haben gedacht, jetzt testen wir doch mal den Putzfuchs, weil wir ja öfters mit unseren Kunden und Freunden gesprochen haben und gesagt haben, oder uns das keiner glaubt, dass man auch mit dem Putzfuchs ohne Spülmittel und ohne heißem Wasser die Pfanne putzen kann. Genau, und das ist der Punkt, ohne Spülmittel. Ja. Und ich habe heute erst wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem, der wirklich komplett seinen ganzen Haushalt mit Putzfuchs ausgestattet hat und ohne Shampoo, Spülmittel in der Küche sowie auch Körperhygiene mit dem Putzfuchs betreibt, ohne jeglichen Mittel. Und wir wollen uns das einfach mal testen, live, spontan, bei uns in der Küche, zu Hause. Und ja, leg los. Fangen wir an. Also Putzfuchs, trocken, wie er ist. Hier haben wir das stehende Wasser ohne irgendwas drin. Wir haben jetzt eine graue Schüssel genommen, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Den machen wir jetzt einfach nass. Genau. Drücken den aus. Und dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. So, also. Schauen wir mal, ob wir auch das leicht angebrannte noch mit wegkriegen. Also, okay, die Zwiebelchen, die können wir ja schon mal mitnehmen. Dann tun wir den wieder hier rein. Und siehe da, also wenn ich das richtig sehe, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gut Ja, sieht, das sieht man sehr er gut. gibt sogar das Also, Fett ab. ja, da gibt wirklich das Fett ab, ja. So, Wahnsinn. So, da hier. sieht man es, wie es im Wasser, seht ihr das? Brutal, also Und das ist der phänomenal. Putzfuchs. Also der Putzfuchs ist Picobello sauber. sauber. So. Das ist der Horror. Also, gesagt, die Zwiebelchen haben wir noch mit drin gelassen. Jetzt schauen wir mal. Wir machen das, geht es mir davon aus, man muss das bestimmt jetzt immer ein bisschen öfters machen. Aber wir sind immer noch ohne Spülmittel unterwegs. So, jetzt schmeißen wir den wieder rein. Guckt euch das an. Machen wir langsam. Schauen wir mal, wie das losgeht hier. Genau. Der ganze Schmutz mit nichts ausgedrückt, nichts ausgewunden, gar nichts, sondern der Schmutz bleibt definitiv im Wasser mitsamt dem ganzen Fett. Genau. Und der Putzfuchs ist immer wieder blitzeblank sauber. Man kann euch das jetzt nicht so zeigen, aber der Putzfuchs ist nicht fettig. Also Ja. es fühlt sich nicht fettig an, gar Ja, nicht. außer wir laden die Leute jetzt auch noch zu uns nach Hause ein. Das, ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir die alle reinkriegen. Okay, jetzt kommt man natürlich vielleicht an seine Grenzen mit diesem Vielleicht ein bisschen erleichtert. mit mehr Wasser. Aber nein, wir machen jetzt den Hardcore-Test. Wir haben Genau. gesagt, wir testen das jetzt für euch. Ich muss dazu sagen, die Pfanne hat die Antihaftbeschichtung, ist wahrscheinlich ja eh nicht mehr so, das ist tolle. Aber außen seht ihr, Also ich bin für einen Mann also ich zeige euch nochmal krass, ja. diesen Das schmutzigen sieht man, Lappen. ja, Hier das seht ihr, hier sieht man es, ja, genau. ist jetzt eklig. Aber ich lege ihn wieder hier rein und habe wieder dieses fettige Wasser. Und wie ihr sehen könnt, Krass. der Putzfuchs Ist wieder sauber. ist sauber. Also. Man sieht, es war aber eindeutig, ne? Also nichts ausgewunden, nichts ausgewischen. Also das ist einfach und man sieht da die ganzen Fettaugen da schwimmen. Das ist also echt phänomenal. Also ich bin total geblättet. Ja gut, beim Eingebrannten ist natürlich so, man hätte vielleicht jetzt den Putzfuchs da ein bisschen nass drauflegen müssen, damit das richtig Es war nicht, aufweicht ein genau, die bisschen, weil das Pfanne. war jetzt echt nicht vorbereitet, gar nichts. Also wir haben das jetzt echt einfach nur so Spontan. spontan als Hardcore-Test gemacht. Wieder der Putzfuchs, ihr seht, er ist wirklich wieder schmutzig. Wir legen den wieder rein in das Wasser. Krass. Und siehe da, das ist er. Er ist wirklich sauber. Und er fühlt Mega. sich wirklich nicht fettig an. So.
Also ja, das Eingebrannte, das... Aber es ist wirklich... Ja gut, es geht ja nur ums Reinigen. Ich meine, das da ist richtig eingebrannt. Das geht natürlich jetzt nicht weg, das ist klar. Aber es ist zumindest besser. Das muss man ein bisschen einweichen, dann geht es auch weg. Wenn man jetzt ein bisschen Wasser reinlassen würde, einweichen lassen würde, und dann wird es ja entsprechend weggehen. Also wir machen jetzt halt immer wieder den Hausfrauentest. Aber ich bin echt überrascht, weil ich habe da echt nicht gedacht. Ich tue das Wasser jetzt mal aus der Tonne raus. So. Wie man sieht, hier die Pfanne, bis auf das Eingebrannte, Pico Bello, die ist sauber. Wirklich sauber. Die ist wirklich sauber. Da ist kein Fett mehr dran, da ist nichts mehr dran. Also bis auf das, dass die Beschichtung kaputt ist hier in der Mitte, wo das reingebrannt ist, da geht es natürlich nicht weg. Aber die Pfanne also ist wirklich sauber. Die ist wirklich gigantisch. Sauber. Und ich kann wieder den Putzfuchs in dieses wirklich schmutzige Wasser. So. Wahnsinn. Putzfuchs. Putzfuchs hat seinen Pfannentest bestanden. So. Und jetzt muss man ja dazu sagen, wirklich komplett ohne Spülmittel, ohne irgendeinen Zusatz, sondern rein nur der Putzfuchs. Mit das nichts anderem dazu. Nein, und ich habe, wie gesagt, man muss den sicherlich zwischendrin, habt ihr ja gesehen, zwei, dreimal ausspüle, also auswasche. Aber der Putzfuchs ist sauber und die Pfanne auch. So, tata. Grandios. Somit konnten wir beweisen, dass das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Und jetzt ist der Putzfuchs auch nicht dreckig, und wenn man den Auskunden hat, der ist sauber. Also man kann dann rein theoretisch auch das nächste Mal wieder verwenden. Genau, wir tun den einfach unter fließendem Wasser, so wie es in der Beschreibung steht vom Putzfuchs. Tun wir den einfach richtig auswaschen. Ich nehme da warmes Wasser dazu. Wichtig zu wissen ist, kein heißes Wasser, sonst geht er kaputt. Also nicht maximal bis 40 Grad ungefähr, also gut handwarm, das reicht vollkommen aus. Und der Putzfuchs ist definitiv sauber. Gehen wir mal ganz nah hin, also ihr seht, der ist wirklich sauber, da verklebt nichts. Er ist auch nicht fettig. Der ist überhaupt nicht fettig, ganz im Gegenteil. Also der ist praktisch wie neu, wenn man wieder abtrocknen lässt. So, für alle unsere Fans, für alle unsere Kunden, für alle unsere Freunde, wir konnten beweisen, der Putzfuchs funktioniert auch bei einer fettigen Pfanne. Brutal. Ja. Richtig gut. Pico Bello sauber. Perfekt. In dem Sinne, also auf die Putzfüchse los geht's. Auf die Putzfüchse und ein schönes Weihnachtsfest. Genau, das wünschen wir euch, schöne Adventszeit noch. Ciao, ciao. Ciao.